Riechst du mein Parfum? Ja. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Ich bin noch eine Augenweide. Sieht schön aus. Der neue Duft, den man noch sehen kann. Die meisten haben ihr Abi schon durch. Ich frage mich, ob manche schon auch ihren Abi-Ball hatten. Ich weiß gar nicht, wie das so ist von Bundesland zu Bundesland. Weiß ich auch nicht. Aber heute bin ich nicht allein. Ich habe nämlich die Phyllis dabei. Hi. Und Phyllis hat jetzt ihr Abi gemacht und ihr Abi-Ball steht vor der Tür. Und dann dachten wir uns, eigentlich wäre es cool, weil ich eigentlich zu jedem Jahr auch gefragt werde nach Abi-Ball oder Hochzeitsdux und so. Und dann dachte ich, eigentlich ist es perfekt, jetzt mit ihrem Abschluss zum Abi einmal einen Look zu schminken. Zeig mal, was du dir wünschst. Ja, halt natürlich, glowy, aber man sieht, da ist was da. Aber nicht zu viel. Dann, sie hätte mir das Foto geschickt. Ich habe danach so ein bisschen Produkte rausgesucht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, dass ich jetzt das so oder so mache, sondern eher eine gute Auswahl an den Produkten habe und mich dann so ein bisschen reinfuchse, würde ich sagen. First, sie hat eine saubere Base, also sie hat sich das Gesicht gewaschen mit einem Cleanser. Sie hat auch schon die Hautpflegeroutine komplett drauf. Hatte auch Zeit einzuziehen und so fange ich dann an, also mit einer wirklich sauberen Base. Perfekt. Dann auf jeden Fall Lippenpflege, dass sie, solange wir jetzt alles andere schminken, auch wirklich schöne, durchfeuchtete Lippen hat. Ich fange als erstes mit den Augen an, weil dann kann ich immer noch korrigieren, ohne die Base zu zerstören. Also so arbeite ich gerne. Deswegen als erstes die Augen. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall ein Lidschattenprimer. Heute geht es gar nicht so um die Produkte, sondern eher um den Look, die Steps. Ich glaube, es ist immer schwierig, so eins zu eins dann die Produkte zu holen. Ihr findet dann aber alles detailliert in der Infobox. Lidschattenprimer ist zum einen wichtig für die Langlebigkeit eures Eye-Make-ups, gerade wenn ihr eben auch ölige Augenlider habt, die Lidschatten nicht halten, aber es gibt euch eben auch das Beste aus euren Lidschatten heraus, finde ich. Also es macht sie intensiver, es macht sie langlebiger, deswegen finde ich, ist ein Lidschattenprimer eigentlich ein Muss. Könnt ihr es mit dem Finger auftragen, mit dem Pinsel, das liegt ganz bei euch. Also wenn ich mir den Look angucke, hier geht es so ein bisschen in das leicht rosane, romantische, softe. Da die richtige Farbe zu finden, ist echt nicht leicht. Ja. Ich nehme jetzt erstmal so einen mittelgroßen Blenderpinsel und gehe in so einen Peachton und in so einen rosa Mauve-Ton und mische die so ein bisschen in der Hoffnung, die Farbe so gut es geht zu treffen. Und das trage ich mir so ein bisschen an meinem Wimpernkranz, aber nach außen hin und dann so ein kleines bisschen in die Fläche hier rein, so als Transition Color, aber auch so ein bisschen mein Auge erstmal zu formen. Und dadurch, dass der Look ja sehr, sehr fein ist, braucht man da auch nicht so eine Angst haben. Und damit ich auch nicht zu viel Farbabgabe habe, arbeite ich das so ein kleines bisschen auf meinem Handrücken aus. Was man immer machen kann, um so einen Look auszurauchen, einfach einen sauberen Blenderpinsel nehmen ohne extra Farbe und dann wirklich nochmal schön über alles drüber gehen. Und ausrauchen. Wenn wir erstmal so das Grundgerüst von diesem Peach-Rosan haben, dann hat sie schon einen sehr perlig-goldenen Champagner-Ton auf dem beweglichen Lid. Und jetzt versuche ich das so gut es geht zu treffen. Ich möchte nicht mit so einem Champagner-Ton direkt drauf gehen, sondern würde erstmal so eine leichte Base kreieren. Und dafür nehme ich ja so ein Liquid Eyeshadow, was so ein bisschen in die Richtung geht und es dann erstmal dünn auftragen, weil von dort aus kann ich dann mehr arbeiten, finde ich. Weißt du schon, was du als Kleid tragen wirst? Mm-mm. Ich habe leider noch keins. Eigentlich wollte ich mir eins bestellen von so einem arabischen Designer, aber dafür bin ich jetzt einfach zu spät dran. Die Base habe ich kreiert. Man kann gleich sehen, das ist zu hell, aber das ist perfekt, um für die nächsten Steps zu arbeiten, finde ich. Dafür nehme ich so einen sparkly Champagnerton. Es ist nicht zu Gold, nicht zu Silber, nicht zu Perle. Also ich finde, das könnte das eigentlich sehr gut treffen, weil die Sparkles haben nämlich auch so leicht rosa Champagner drin. Ist dann so ein cooler Match, finde ich, mit diesem peachy Stuff. Ja. Ich nehme das mit meinem Finger auf, weil so eine Shades, finde ich, passen immer ein bisschen besser, wenn man es mit dem Finger macht. Man kriegt dann einfach ein bisschen mehr Produkt drauf und die Sparkles kommen besser raus als zum Beispiel mit dem Pinsel. Aber wenn ihr es noch feiner haben wollt, dann könntet ihr wieder einfach so einen Blenderpinsel nehmen, rauf und dann wirklich so rauf tupfen. Und ich finde, zu so einem Abiball-Hochzeit, egal zu was, ein bisschen Sparkle darf ruhig sein. Da sollte man sich schon ein bisschen trauen, finde ich, weil gerade wenn man sich solche Dinge im Alltag nicht traut, finde ich, sind solche Gelegenheiten eigentlich das
Beste, um zu sagen, okay, heute, heute lege ich schon ein bisschen los. Was ich noch ganz gut finde, ist, dass wir nicht so krass matte Sparkmam kann man machen, mache ich eigentlich mit allen Looks. Aber ich würde gerne nochmal in diesen Bogen so was leicht Schimmerndes geben, also wirklich so ganz, ganz soft. Dafür nehme ich diesen Ton hier. Wirklich abklopfen auf meinem Handrücken. Und dann gehe ich nochmal hier über alles drüber. Und blende jetzt auch nochmal in den Sparkle rein, damit wir da nicht so komische Kanten haben. Das ist nicht zu farbig. Phyllis sagt, ihr ist das ein bisschen zu viel Farbe. Also zu viel von dem Pink. Das könnt ihr dann zum Beispiel abmatten, indem ihr eine Powder Foundation nehmt, einen Loose Powder, einen Lidschatten, der so ein bisschen in die Richtung eurer Hautfarbe geht. Mit so einem Puderprodukten kann man das dann immer nochmal so ein bisschen ausgleichen. Also es liegt wirklich ganz bei euch. Ich versuche es jetzt mal mit so einem matten rosa Shade, damit ich nicht zu krasse Farbabstufung habe. Und dann gehe ich einfach nochmal über das Pink drüber und kann es ausblenden, aber ohne, dass ich so die Shape verändere. Das auf jeden Fall. Das wird so rauf. Der ist genau der. Digga, da guck mal. Da außen siehst du das? Das ist viel rosiger. Sehr gut. Ja, nur leicht. Lüge! Lüge! Das wird so ziemlich too much, ne? Hey, machst du jetzt mehr Farbe rüber? Na, peachiger, aber mit Powder. Damit ich nicht mehr Deckkraft kriege. Bruder. Für einen Abiball, ich würde Pink rauslassen, wenn ich auf den gehe. Sieht doch Bombe aus. Ja. Ich finde das richtig gut. Sie hasst ihn. Ja, Mann. Ich nehme ein ganz kleines bisschen Highlighter und pack das hier so rauf, aber was Feineres und nicht mehr so sparkly wie auf dem Lid. Sonst passiert auch zu viel. Der nächste Step ist, finde ich, ziemlich tricky, weil das Model trägt Fake Lashes, aber auch so einen ganz, ganz feinen, so einen ganz, ganz feinen Liner. Aber nicht wirklich Lidstrich, sondern wirklich nur, als hätten die den Wimpernkranz verdichtet. Ja. Und das finde ich schwer. Ich gehe jetzt auch nur entlang ihrer Wimpern. Deswegen habe ich jetzt wirklich einen Gel-Liner genommen und einen Pinsel, weil ich finde, das kann man ein bisschen besser kontrollieren als jetzt so einen Stift, so Pen oder sowas. Mhm. Ja, so ist perfekt. Guck mal, das kann man da gar nicht rauf machen, das Produkt. Wieso trennen das? Na, auch hier, siehst du das? Mhm. Die sind so, das geht auch nicht mehr weg, jetzt seit 3 Wochen. Ich hoffe, das ist zum Abiball halt weg. Das war's. Da ist nur eine kleine Unsauberheit. Egal, das ist nicht schlimm. Das lassen wir einfach trocknen. Dann cutte dir das mal bitte. Nicht zu krass, ne? Also so ganz soft, so. Ja, hier so, ne? Genau. Die Augen lasse ich jetzt erstmal ruhen. Ich werde keine weiteren Primer auftragen. Was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall so ein bisschen konturieren, um ihr so ein bisschen Struktur und so ein bisschen Wärme zu geben. Ihr wisst, Contouring ist eher aschig und schattig. Und Bronzing, ne, eher für die Wärme, aber ich mache so einen Mix ein bisschen, weil ich will nicht zu schattig, weil der Look sehr warm ist. Dafür nehme ich einen Contour, so einen Cream-Contour und arbeite das erstmal so in meinem Handrücken ein und fange dann so ein bisschen so in der Höhe an, ihr Gesicht aufzuwärmen. Ihr könnt sehen, das Produkt ist extrem pigmentiert, also da arbeite ich lieber mit ein bisschen weniger, weil das schon echt mucho ist. Ich gebe erstmal so eine Grundstruktur, um zu gucken, was finde ich gut, was passt. Und ich arbeite gerne mit so Blenderpinseln und mit dem Produkt auf meinem Handrücken. Also ich gehe nicht in das Produkt dann direkt so rein, weil dann wird es echt schwer. Und dann blende ich mir das so aus, wie ich es haben möchte. Wenn du so einen Look schminkst, nimmst du dann ein auffälliges Kleid oder eher ein leichteres? Ich habe ja jetzt noch keins, aber was für was ich gucken werde, wird so ein schon so nude-mäßiges Kleid, halt mit Glitzer aber und eng. Also das ist so meine Forschung, aber es kann auch sein, also was ich auch cool finde, kennst du diese kurzen Prinzessinnenkleider mit Puffärmel? Mhm. Sowas in schwarz oder weiß, auch cool. Oder leichtes rosa so. Halt so kurz und dann ist der Rock so, weißt du? Mhm.
Und dann halt Haare glatt und sleek. Aber ich weiß noch gar nicht. Also kann sein, dass ich dann noch mit was ganz anderem ende, weil ich halt noch nicht richtig geguckt habe in Läden oder irgendwas. Vielleicht finde ich das, was ich suche, ja überhaupt nicht. Also kann sein, dass du deinen Augenlook dann änderst? Nein, also das ist ja sowieso, wenn ich den schminke, werde ich sowieso nicht so das so pink machen, sondern eher auch so nude und dann passt es dir sowieso zu jedem Kleid eigentlich. Okay. Also Glitzer werde ich auf jeden Fall machen auf dem Auge. Okay, next step, wenn ich das ausgeblendet habe, nehme ich wirklich meinen Blender und gehe nochmal über alles drüber. Gerade finde ich so Konturprodukte können öfter auch so fleckig wirken auf der Haut. Also ich finde, das sind so einer der unebensten Produkte und das, der Schwamm erlaubt mir dann halt auch noch so ein bisschen Produkt abzunehmen, auszublenden, das einfach weicher zu machen. Über die Übergänge mache ich mir erstmal nicht so eine Gedanken, das ist nur mein Gerüst. Hier habe ich immer eine Stelle. Die hält nicht, ne? Egal wann, mit was und wie ich mein Make-up mache. Verrückt. Hier ist eine Stelle, da geht kein Make-up drauf. Mhm. Mir das auch aufgefallen. Das ist so krank und das fuckt mich so ab. Das ist ja, echt hier interessant. Hier kann sein, weil ich hatte so Haarspray, weißt du, und hab die ganze Zeit da. Aber hier ist wirklich immer. Ich weiß nicht, wieso, warum. Frag mich, ob Peeling hilft. Ich mache ja BHA, AHA-Peeling. Und so ein mechanisches Peeling will ich nicht ran. Nee, das auch nicht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall eine helle Base und highlighte mir jetzt noch gewisse Stellen in ihrem Bereich. Ich finde das als Base nochmal mal ein bisschen schöner, muss ich sagen, harmonischer. Phyllis hat ein sehr kleines Kinn. Deswegen habe ich da nicht konturiert, also um das nicht noch kleiner wirken zu lassen, sondern um das zu... Das ist doch mein Kind im Lustig. Deswegen highlighte ich das jetzt eher. Dann packe ich mir das auf jeden Fall nochmal hier auf die Nase, weil da hatten wir ja Konturen. Beim Ausblenden verlaufen die Übergänge ja so ein bisschen und dann hole ich mir das mit so einer hellen Farbe zurück. Und das arbeite ich auch nochmal mit meinem Schwamm erstmal so ganz grob aus. Damit es sich so ein bisschen auch mit der Kontur verbindet. Boah, du hast so ein kleines Gesicht. Das sage ich doch immer, wenn du mir Skincare-Produkte auf die Hand machst. Dann versuche ich immer so einen Pump von allem. Du so. Ja. Tja. Kleines Kinn, kleines Gesicht. Make-up hält nicht. Sind sie nur Kinn aufspritzen? Wo kann man Kinn aufspritzen? Wo? Knau? Was? Kinn aufspritzen. Ach, Kinn aufspritzen. Wo? SOS. Kinn zu klein. Du hast Mamas Gesicht zu klein. Was? Hallo. Das ist zu witzig. Weißt du, was ich meine? Verstehe den Bahnhof. Wie konturierst du? Oder machst du das überhaupt in deinem Alltag noch? Eine Zeit lang hattest du das schon krass gemacht. Ach ja. Oder? Hattest du nicht eine Zeit, wo du es so... Oder machst du es gar nicht mehr? Doch, mache ich. Also, wenn ich mich schminke, ne, und meinen Foundation-Look mache, dann halt Foundation. Und dann gehe ich mit Cream-Contour rein. Schön so einen aschigen. Ach, schon mit Cream? Ja, mit Cream. Und das setze ich dann nur noch ein bisschen leicht mit Puder. Und das was? Mach rein. Schön. Soll auch eher leicht sein, die Abstufung zwischen diesem warm und diesem sehr hell. So sollte es für mich auch erstmal sein. Aber ihr könnt sehen, die Haut guckt immer noch raus. Ne? Also es ist immer noch Haut. Und auch das sollte sein, weil es geht nicht darum, wirklich einfach heftig viel irgendwie so die Person komplett zu verändern. Ich glaube, das wird auch dann auf dem Abiball, ne? Wenn man so tanzt, ist es ja auch heiß. Es ist ja dann Ende Juni. Dann wird das auch alles nicht so schön, wenn man sich raufklatscht. Ja, das kann schon kontraproduktiv irgendwann sein. Ja. Ich nehme nochmal so ein kleines bisschen Liquid Highlighter, so wirklich mini. Das arbeite ich mit einem Schwamm in meinem Handrücken ein. Also ihr könnt sehen, ich arbeite viel von meinem Handrücken, wärme die Produkte auf und ich nehme auch nicht alles. Also dann lieber so Stück für Stück. Und das gebe ich ihr nochmal so auf die höchsten Stellen. Ja, noch ein kleines bisschen so hier. Ich meine, davon wird man gleich nicht mehr so viel sehen. Es geht halt eher ums Schichten, um dieses Aufbauen. Damit wir auch diesen leicht goldenen Touch bekommen nachher. Phyllis hat ein kleines Gesicht. Also nehme ich wirklich einen kleinen Foundation-Pinsel und nicht einen großen. Dann kann ich nicht mehr fein arbeiten. Ich habe mir jetzt eine Foundation genommen, die mit zwei Farben gemixt. Und dann arbeite ich das Produkt wirklich in die Pinselhärchen, dass ich dann auch nicht zu viel habe.
dann arbeite ich mich erstmal so ein bisschen in die Highlight-Stellen und dann rüber zur Kontur. Und ich presse das so ein bisschen in die Haut. Ich mache nicht so, damit ich mir die Arbeit darunter nicht ganz wegwische. Falls ihr so Self-Tan oder so tragen möchtet, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr dann auch die richtigen Farben kauft. Gerade mit Self-Tan ist echt schwer, finde ich, dann noch so ein Color-Match zu finden. Also Phyllis hat noch so Restbestände. Und dann, ja, wenn man dann nicht vorbereitet ist, dann kann das manchmal ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Ich arbeite wirklich Step by Step, ne? Und mit sehr, guck mal, wie viel Produkte ich noch habe. Also dann lieber wenig und dann Stück für Stück. Und dann arbeite ich das in diesen Zwischensteps schon mit dem Schwamm aus. Und denkt auch an eure Ohren so ein bisschen hier unten. Das würde auf jeden Fall klarkommen. Oh, toll. Wie auf dem Bild so. Man sieht noch voll die Haut, aber es deckt trotzdem richtig gut ab, ne? Man braucht halt nicht so viel, wenn man gut mit den Schichten arbeitet. Das habe ich zum Beispiel noch nie ausprobiert. So unter der Foundation was machen. Aber ich liebe das. Ich lasse die Foundation nicht lange sitzen. Partie für Partie, Schwamm. Und dann weiter. Partie für Partie. Das ist echt Bombe. Und der Color Match. Foundation reicht mir. Die Haut ist gut abgedeckt. Es ist ein schönes, korrigiertes, verfeinertes Hautbild, ohne wirklich cakey auszusehen. Sie hat Dimension, also es kommt trotzdem noch das Helle durch. Auch noch diese Wärme durch dieses Cream Contouring. Also und jetzt arbeite ich mich weiter so Stück für Stück hin. Also ich sehe, dass die Foundation hier nicht alles abgedeckt hat. Dort würde ich jetzt Color Correcting machen, bevor ich mit dem Concealer reingehe. Aber das sind so Steps, die seht ihr dann Stück für Stück. Und ich würde euch auch raten, wirklich Step by Step zu arbeiten, statt zu denken so, oh ja, viel hilft viel. Dafür nehme ich mir so einen lachsfarbenen Corrector und auch so ein bisschen Highlighten. Am besten guckst du einmal hoch zur Decke, damit ich richtig sehen kann, wo die Verfärbung durchkommt. Und auch hier hilft es wirklich, mit dünnen Schichten zu arbeiten. Dann könnt ihr so ein kleines bisschen mit dem Finger drüber. Du tränst so. Ja, das ist so schlimm. Jetzt die letzten Tage und so, ich habe mich auch einfach nicht geschminkt, deswegen, weil ich weiß, wie das ist so frustrierend. Man nimmt sich die Zeit und schminkt sich und dann tränt. Und es ist auch dann zu einem Punkt halt so schlimm, weil es hört dann nicht auf. Mhm. Das hier ist alles weg dann. Der ganze Bereich. Hier ist schon komplett lost. Ja, es macht mich so wütend. So, jetzt habe ich einen gehighlighteten Augenbereich, aber eben auch korrigiert. Und das ist super. Also mehr braucht man dann da auch gar nicht, weil ich trage noch Concealer auf. Und auch da muss ich aufpassen, dass nicht zu viele Schichten da abgehen. Meinen Concealer trage ich mit dem Pinsel auf und auch so ein bisschen als Highlighter. So mache ich das immer gerne. Pack das auch ein kleines bisschen hier hin, so in dem Bereich, weil ja, von dem Model ist es auch sehr gehighlightet. Dass mein Schwamm nicht alles aufsaugt, nehme ich jetzt einen Pinsel und arbeite den Concealer aus. Und so kann ich schon mal hier sind die Ränder ausblenden. Und dann kann ich immer noch mit dem Schwamm drüber gehen. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich brauche gar nicht so viel Concealer. Mit dem Rest Concealer auf meinem Pinsel highlighte ich auf jeden Fall noch ihr Lippenherz und auf jeden Fall nochmal das Kinn. Und das arbeite ich aber direkt mit dem Schwamm aus. Mache ich mir erstmal nicht so eine Platte, dass es so großflächig ist. Hier das Lippenherz. Und dann gehe ich nochmal tatsächlich über den Concealer drüber. Mal gucken bitte. Auch vor allem hier so im Nasenbereich. Ich fange an, die Concealerstellen auf jeden Fall erstmal zu setten, zu baken. Aber ich gehe nicht wirklich mit einem Schwamm oder so rein und dann richtig viel. Sondern ich nehme so einen Powder Puff, nehme mir ein kleines bisschen Puder und arbeite das in meinen Handrücken ein. Oder in meine Handinnenfläche, aber in den Powder Puff selber. Dann lasse ich sie nochmal hochgucken und dann darf sie nicht mehr runtergucken, sondern sie muss so bleiben. Dann nehme ich erstmal alle, wenn da überhaupt Crease ist, das nochmal ganz leicht mit dem Schwamm weg, womit ich auch ihren Concealer ausgeblendet habe. Und dann arbeite ich dieses Puder in diese Concealerstellen rein. Dann haben wir nämlich so einen Airbrushed-Effekt und der Look wird halt den ganzen Abend halten. Powder Puff zum Beispiel mache ich auch nicht. Boah. Alter, ist das krass. Das macht halt einen krassen Unterschied. Alter, was ist das auch für ein Puder? Heftig. Guck mal, seht ihr das?
Das ist dann so wie Photoshop. Ja, Mann. Einfach Filter. Und ich habe wenig Puder genommen. Also ich könnte sehen, wie wenig Produkt noch rauskommt. Ich lerne jetzt richtig was. Ich mache ja immer richtig viel Puder. Ja, das macht es dann crusty. Ja, so. Also wenn ich Make-up trage, sehe ich alt aus. Ich mache ja richtig erstmal Puder, ne? Dann noch schön Baking. Ich gehe auch wirklich in diese Nasenflügel rein. Im Lachfalten habe ich immer das Problem. Ja, das wirst du jetzt weniger haben, weil ich mit weniger Produkt gearbeitet habe. Und aber so spezifisch auf Pickel hast du jetzt nicht gesetzt, oder? Mm-mm. Finde ich auch gar nicht so schlimm irgendwie. Also wenn man das halt sieht. Ja, ich auch nicht. Am Ende, man macht sich immer selber so und denkt so, oh nein, Pickel. Aber wenn man selber mit jemandem redet und der so Pickel hat, dann juckt es null. Ich glaube, wenn man jung ist, dann denkt man viel über sowas nach. Oder weil ich älter bin oder in der Branche, ich weiß nicht, ich achte nicht auf die Leute, ob klein, groß, dick, dünn, Pickel, keine Pickel. Ja. Ich meine, mein Gehirn funktioniert gar nicht so. Also ich habe mir das so komplett abtrainiert. Macht es überhaupt jemand, der dann so sagt, Pickel, Ich glaube, niemand macht es, das ist nur in seinem Kopf. Ja, ich glaube, die Stimmen sind im eigenen Kopf tatsächlich lauter, als sie eigentlich sind. Das mache ich wirklich nur an den Concealerstellen und den Rest setze ich mit einem Fluffy Brush. Restliche Gesicht, ein großer Puderpinsel. Auch hier arbeite ich das so ein bisschen in die Pinselhärchen rein und dann gehe ich über ihr Gesicht, aber mit klopfenden Bewegungen und arbeite das so schön rein. Ich nehme eine dünne Schicht Puder. Ich gucke dann immer so leicht mit meinem Handrücken, das mache ich auch bei mir, und gucke, ob die Base noch leicht sticky ist. Also sie sollte nicht ganz sticky sein, aber auch nicht ganz abgepudert. So habe ich So weiß ich, die Base sitzt, die wird auch sitzen bleiben, aber ich trockne sie auch nicht irgendwie aus, wisst ihr, wie ich meine? Also ich nehme die Arbeit dann nicht weg, weil wenn ich gucke, sie hat trotzdem noch Glow-Flächen, aber das hole ich mir gleich nochmal ein bisschen mehr zurück mit anderen Produkten, weil sie hat einen ganzen Abend vor sich. Dieses Bild ist Runway, also die hat wahrscheinlich Victoria's Secret, die geht halt rauf, dann ist alles glowy, fresh, so als wäre sie aus der Dusche gekommen. Auch dahinter ist viel Make-up und viel Technik. Aber die geht einmal rauf, runter und dann ist durch. Sie hat halt den ganzen Abend mit Party, Trinken, Essen. Also muss ich die Techniken schon für mich anpassen, weil wenn ich so fresh, glowy Make-up mache, bis diese bronzy alles, die Wahrscheinlichkeit, dass es schnell runter ist, ist sehr, sehr hoch. Auf jeden Fall nehme ich mir so einen schönen Fluffy Brush für den Bronzer und nehme mir auch einen schönen, warmen Bronzer-Ton. Das ist jetzt der Hatice Schmidt Labs in der Farbe Light. Ich finde, dunkler sollte es auf jeden Fall auch nicht sein. Der Bronzer ist nicht matt, der ist aber auch nicht shiny. Das ist so eine patentierte Technologie. Das ist ein Hybrid, man kann dazu noch nicht mal Puder sagen. Und das wird dir so eine schöne Wärme geben mit so einem Leben drin. Und das ist das perfekte Produkt wirklich auch für diese Technik oder den Look, den sie sich gewünscht hat. Aber der wird ihr halt den ganzen Abend halten. Und das packe ich ihr so ein bisschen in die Schläfen, ein bisschen auf die Stirn. Und dadurch, dass ich jetzt noch mit Puderprodukten arbeiten werde, wie Blush, Highlighter, Bronzer, habe ich natürlich so ein bisschen auch mit dem Puder gespart, weil sonst irgendwann wird da zu viel. Und auch hier versuche ich wirklich so klopfende Bewegungen machen und nicht so reizende Bewegungen, wo sich einfach zu viel vermischt. Und auch hier arbeite ich erstmal Schicht für Schicht und hier können wir schon eine gewisse Wärme sehen. Und nachher, wenn ich sage, wenn noch die Lashes drauf sind, Lippen, kann ich immer noch on top bisschen Farbe packen, weil wenn ich von Anfang an so richtig viel mache, dann kann man nicht mehr zurück, dann wird es schwer. So wie mit dem Augen-Make-up zum Beispiel. Ich habe am Anfang schon zu viel genommen. Sie wollte es noch softer haben. Wisst ihr, wie ich meine? Das dann zurückzugehen ist immer ein bisschen schwieriger. Bei Highlightern mische ich persönlich immer gerne. Was ich mache, ist, bei ihr wird Light auch gut passen. Es dürfte auch nicht dunkler werden. Das ist so ihre Farbe, würde ich sagen. Und da nehme ich wirklich so einen großen, schönen, federigen Pinsel und gebe das auf die höchsten Stellen und arbeite mich so ein bisschen in diesen Wangenbereich. So habe ich nämlich einen schönen Verlauf in ihre eigene Hautfarbe. Also ich arbeite gern mit einem, der so Highlighter, der fast die eigene Hautfarbe hat. Und dann kann ich an manchen Stellen nochmal mit einem helleren ganz punktuell arbeiten, anstatt gleich mit einem viel zu hellen dann diese Stripes im Gesicht zu haben, finde ich nicht schön. So verläuft es viel besser auch in die Base rein. Und ich habe Glow-Stellen, aber es sieht sehr natürlich aus. Es wird halt wie Skincare aussehen. Das Model hat extrem gehighlightete Nasenparts. Ich weiß nicht, ob das Phyllis für ihren Abi-Look jetzt auch unbedingt will. Aber versuche ich es
so gut es geht, irgendwie an den Look zu halten. Also es ist hier halt sehr gehighlightet. Nasenrücken. Ja, so Highlighter und so Glitzer und alles kannst du ruhig. Da werde ich auch... Das ist das Schönste. Und hier Nasenspitze. Ja. Das ist ja noch gar nichts. Weißt du, was ich da mache? Ich nehme mir so einen richtig so einen festen Pinsel, gehe dann rein, reibe ihn richtig drin. Da geht schon so ein Produkt ab, ich reibe und dann... What? Ja, Mann. Sehr erschreckend. Aber ich nehme von allem richtig viel immer. Ah, oh, schön. Mann. Damit ich könnte direkt los. Aber ich war, jo. Entspann mal die Lippe. Dann akzentuiere ich so kleine Stellen nochmal intensiver. Das macht ja voll was. Ja. Das mache ich auch nie. Kinn highlight ich ganz leicht. Also hier vorsichtig sein, vor allem so in diesem T-Zonen-Bereich, weil es wird warm, es wird getanzt. Viele Leute, es ist Sommer. Also Highlighter natürlich jeder nach seinem Gusto. Kann natürlich raufpacken, wie er will, sag ich mal. Auf jeden Fall nehme ich dann die Spitze von diesem Pinsel, klopfe Produkt ab und das packe ich mir wirklich nur noch auf die höchsten Stellen. Und auch hier wichtig, dass ihr das wirklich eurer eigenen Hautfarbe anpasst. Ja, seht ihr? Dann packe ich das auch nochmal ganz leicht auf den Nasenrücken. So, zack. Ein Blush, ganz wichtig. Da könnte man jetzt wirklich darunter noch mit Liquid Blush arbeiten. Powder Blush liegt auch ganz bei euch. Ich hatte schon einige Cream-Schichten. Man hätte jetzt auch noch Cream nehmen können, aber ich mache jetzt mit Puder weiter und da überlege ich wirklich, was ich nehme. Und das platziere ich hier. Und auch hier mache ich klopfende Bewegung. Und arbeite das so ein bisschen in den Bronzer, in den Highlighter, dass wir da keine komischen Abstufungen haben. Ich gebe ihr das auch ein kleines bisschen auf den Nasenrücken. Also ich tupfe das so ein bisschen. Alles, was restlich ist hier, um diesen Summer Glow Look zu bekommen. Toll. Sieht wirklich aus wie der Lidschatten ein bisschen, ne? Die Farbe? Ja. Voll gut. Kleines bisschen mache ich tatsächlich noch hier. Dann kriegen wir dieses auch Puppenhafte. Mehr. Ich so, ich habe Angst und sie so, viel hilft halt auch viel. Ja, schön. Um das so ein bisschen auszugleichen, nochmal hier ein kleines bisschen zu highlighten, nehme ich nochmal ein Puder, was so ein leicht lila Lavendel-Rosy-Touch hat, aber wirklich ein kleines bisschen. Und da gehe ich so entlang. Ich weiß, Phyllis macht da gerne ein bisschen mehr. Naja, aber so ist es besser, das muss ich mir auch so übernehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein kleines bisschen konturieren, aber mit so ganz hellen, also so, dass man es kaum sieht. Ich mische dann einfach so drei Farben mit einem sehr, sehr feinen Pinsel. Also wirklich, die Härchen sind so beweglich, dass ich da nicht zu viel Produkten habe. Und dann gebe ich ganz leicht nochmal hier. Ich schütte auch so ein bisschen ihre Unterlippe, weil sie hat volle Lippen. Ich finde, wenn man das macht, kann man dann nochmal diesen Schatten noch mehr intensivieren. Ich finde, das lohnt sich dann einfach, das noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und ich gebe hier so ein kleines bisschen in die Nasenhöhlen, so. Und so in dem Bereich. Und mit der Spitze. Und dadurch, dass ich jetzt auch so schön dieses Highlight-Puder habe, gehe ich nochmal so ganz leicht entlang ihrer Nase. Das Puder erlaubt mir dann nämlich nicht zu viel Farbe zu haben. Also der gleicht das aus, deswegen mache ich das gerne in dem Step. Ganz bisschen hier schattieren. Das Puder ist so leicht, dass es halt kaum auffällt. Deswegen braucht man nicht so eine Angst haben. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen gecuttet, aber nicht mit dem extrem highlighten Lavendelpuder, sondern eher mit diesem Translucent. Also auch da arbeite ich wirklich mit unterschiedlichen Puderfarben. Länger sollte es auch gar nicht sitzen. Es ist wirklich nur einmal, um das so sauber zu machen, nochmal Dimension zu verleihen. Aber total optional. Ich mache es persönlich sehr gerne. Was ich dann mache ist, ich nehme gerne eine Puderfoundation, gehe auch mit so einem Fluffy Brush rein, klopfe wirklich gut Produkt ab und dann gehe ich über diese Stellen. Jetzt nehme ich mir dieses Baking weg. Das verfeinert das Hautbild einfach nochmal richtig schön und gibt zusätzlich nochmal ganz leicht Deckkraft. Toll.
Augenbrauen, den Part überspringe ich. Den macht ihr so, wie ihr wollt. Also ich fülle jetzt nicht viel auf. Wirklich nur ein, zwei Striche für die Form, aber das war's. Für mich sieht es aus, als hätte das Model unten nur noch so einen Champagnerton. Man kann es halt leider auch nicht so richtig, richtig gut erkennen. Also hier mache ich wirklich nur noch ganz soft mit so wenig Farbe, wie es nur geht. Dann nehme ich nochmal ein bisschen den goldenen Highlighter. Und pack den hier unten rein und blende das schön in diesen Peach-Rosa-Ton rein. Unterm Auge zum Beispiel was zu machen, traue ich mich auch nie. Echt? Ich lasse da immer weg. Boah, ich liebe das. Mal wie alles schön zusammenkommt, ne? Ja, einfach harmonisch, so voll schön. Auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, ist wasserfeste Mascara, weil durch dieses Schwitzen, dieses Abstempeln kann super schnell passieren. Ja. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall waterproof. Mascara, Lashes, halbe Lashes, das liegt wirklich ganz bei euch. Also Phyllis meinte, für sie wäre das sogar schon okay. Ich packe hier ganz außen nur noch so ein, zwei einzelne Wimpern hin. Das sind dann so kleine Feinheiten. Kann man machen, muss man nicht. Ich bin jetzt fancy, gut drauf. Also machen wir es. Jetzt kann man wirklich endlos machen, ne? Wenn man beim Model guckt, die hat auf jeden Fall auch ein paar. Also entweder haben die das mit Photoshop verdichtet oder die haben halt einzelne Wimpern reingemacht. Sieht halt sehr, sehr künstlich gleich aus. Deswegen weiß ich nicht, ob das Fake-Lashes sind, einzelne Wimpern. Ich habe jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen Powder Foundation genommen. Mit so einem richtig fluffy Brush ausgeklopft, auf meinem Arm ausgearbeitet und bin nochmal on top auf alles so ganz leicht gegangen und es gibt wirklich nur einen Airbrush-Look, ohne so richtig pudrig auszusehen. Und jetzt zum Schluss kann ich nochmal mit Highlighter on top gehen. Die Lippen wirken für mich persönlich rosa. Richtig schöne Lippen. Oder? Ja. Kannst du einmal einen Lipliner? Mhm. Soll ich übermalen oder nicht übermalen? Na, so wie du es machen würdest. Rauch den Lipliner auf jeden Fall ein kleines bisschen aus. Dann fülle ich ihre Lippen auf. Mit einem rosafarbenen Lippenstift. Ja, schön. Und dann Gloss, weil der Look ist sehr, sehr glossy. Also nehme ich so einen schönen rosafarbenen und den packe ich jetzt on top. Und arbeite das so schön in den Lippenstift und so rein. Spuli, wo du? Wo Spuli? Wow, ist das wundervoll. Schönster Look ever. Für mich ist ein Fixing Spray ziemlich essentiell, muss ich sagen. Also ihr könnt zum Beispiel so ein Gesichtswasser nehmen wie so ein Fix Plus. Das gibt dann nochmal so eine gewisse Lebendigkeit. Es gibt wirklich so Glow Sprays. Es gibt mattierende Sprays, porenverfeinernde Sprays. Also die Poren sind hier schon wirklich wegbetoniert. Also das ist wirklich ganz feines Hautbild. Aber ich will das auf jeden Fall fixieren und dir so ein kleines bisschen Glow zurückgeben. Und dafür gibt es ein sehr, sehr gutes Spray. Es settet das nicht nur, aber es gibt auch so ein bisschen Glow. Aber ohne, dass es nachher so wegschmilzt. Das ist nämlich so für Bräute. Das ist ganz cool. Dann gehe ich nochmal mit meinem Schwamm ganz leicht über alles drüber. Aber ohne die Base kaputt zu machen. Seht ihr diesen ganz feinen Glow? Aber ohne, dass es so oily ist. Und dafür auch noch hier settled. Geben wir. Bombastik. Ja. Eigentlich bin ich mit dem Bild ganz gut. Süßer Look. Ja. Also auch so mit dem Blush, wie das dann zusammengekommen ist. Es ist so ein bisschen wie Draping. Läuft alles ineinander. Mhm. Also auf jeden Fall sehr cool. So ist es einfach perfekt dann. Ja, wie gefällt es dir? Sehr, sehr gut. Also ich würde so glatt gehen. Ich finde es so schön. Es ist wirklich nicht zu viel, genauso wie ich wollte. Natürlich, man sieht Haut durch auf jeden Fall. Dadurch sieht es nicht so aus, als wäre ich zugeklatscht. Aber trotzdem habe ich jetzt so ein feines und schönes Hautbild. So on fleek einfach, wie airbrushed. Trotzdem natürlich, also perfekt. So muss es sein. Ich mach mal einmal den hier. Guck mal hoch. Das habe ich vergessen. Bombe. Ja. Ja. Irgendwas war noch. Auf jeden Fall. Wenn Fragen habt, immer gern, ne? Immer gern. Hier findet ihr zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.